Mein nächstes großes Projekt ist Triathlon 360 Degree. Einmal in Triathlon-Disziplin rund um die Welt. Wie bereitet man sich auf den ersten Triathlon um die Welt vor? Das ist die Kältekammer von der Deutschen Bahn. Hier werden die Loks, die Züge getestet. Und der Jonas hat das angeboten bekommen. Was macht die Elektronik bei Extremtemperaturen? Und ich muss mir das mit den Schmierstoffen nochmal anschauen. Also was für ein Kettenöl und solche Sachen. Ja, man hört so richtig, wie alles ein bisschen schwerer geht. Es tritt sich gerade auch verdammt schwer. Jetzt können wir so wirklich auf Extrembedingungen testen alles. Los geht's in München. Ich werde dann in der Adria 480 Kilometern etwa schwimmen. Durch Europa und Asien mit dem Fahrrad, mit dem Segelboot über Atlantik und Pazifik und einmal quer zu Fuß durch die USA. Für mich ist so, ich renne von nichts weg. Mir geht es wirklich um die Erlebnisse, das Abenteuer, die Erfahrung. Klar, ich möchte auch Rekorde aufstellen und den sportlichen Aspekt haben. Aber wenn ich mal alt bin, werde ich nicht reich sein, aber reich an Erinnerungen und Erfahrungen und habe jede Menge tolle Pub-Stories zu erzählen. Ja, und was wollten wir noch testen? Wir wollten auch testen, wie so Sachen wie die Reifen, wie funktionieren die? Kann man die noch wechseln? Und ich lasse dem Jonas jetzt mal die Luft runter. Das ist jetzt der sibirische Platten sozusagen. Genau, also reinkommt tue ich schon mal. Das geht. Also lose bekommen tut man's. Das Ding ist so hart gefroren, das bekommt man gar nicht, kommt da gar nicht so richtig runter mit. Das ist der absolute Worst Case. Nur es könnte noch einen kleinen Sturm dazu geben, dann wäre es richtiger Worst Case. Und ich merke schon jetzt, ich habe jetzt 3 Minuten die Handschuhe ausgezogen, es wird schon bitter kalt. Die Option scheitern, die gibt es für mich nicht. Darüber denke ich auch nicht nach. Ist auch ganz einfach, wenn man so ein Projekt hat und man hat schon sich ein Hintertürchen aufgelassen, dann braucht man erst gar nicht an die Startlinie gehen. Also wenn ich allein in der Wildnis bin, dann bin ich niemals einsam. Ich finde es ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man alleine durch die Wüste oder durch den hohen Norden fährt. Ja, man denkt über das Leben nach, man fühlt sich eins mit der Natur. Es wird so viel schief gehen, es wird so viele unglaublich schwere Momente geben und am Ende ist 95% Kopfsache. Also ich habe kein Begleitfahrzeug, was hinter mir herfährt und mir die ganze Zeit mein Essen reicht und mein Gepäck trägt. Sondern ich habe alles selbst am Fahrrad. Und in vielen Ländern ist das auch die große Herausforderung. Es ist ein kleiner Unterschied, ob du, wenn es kalt wird, einfach in den Bus hinter dir steigst, einen warmen Kaffee trinkst und den Platten drinnen wechselst. Oder ob du das Bimmern draußen machst, weil du allein unterwegs bist. Das ist auch so eine Sache, wenn man im Selbstversorgermodus unterwegs ist, dann weiß man nicht, was morgen kommt. Und wenn man dann so ein Projekt startet, dann geht es immer auch irgendwie weiter. Wir sehen ja jetzt hier, die Sachen funktionieren alle erstaunlich gut. Da müssen wir nur gucken, keinen Defekt haben und immer schön warm bleiben und fahren.